Damen und Herren, recht herzlich willkommen zum letzten Heimspiel von der Star Wings gegen Fribourg Olympique. Es ist das letzte Spiel von der Saison 2023-24. Es geht zu Ende im Moment der Stand mit einem einzigen Sieg. Und das wird heute, das kann ich Ihnen jetzt schon sagen, sehr, sehr schwierig gegen Fribourg Olympique. Hier können einen Sieg einzufahren. Nicht, dass ich grundsätzlich negativ eingestellt bin, aber alle, die wissen, wie stark Fribourg ist, die werden das heute während dem Spiel sehen. Fribourg Olympique hat von 26 Spielen bis jetzt ein einziges Spiel verloren. Der zweitklassierte Spinelli Massagno ist bereits bei 7 Niederlagen und der drittklassierte bei 8. Veuve Riviera Basket ist das und mit 11 Niederlagen ist das Lyon de Genève, wo bereits 11 Niederlagen hat. Da sehen Sie jetzt auf dem Bildschirm die Mannschaftsaufstellung von der Star Wings. Mit dem 0, das ist der Mobiliar Topscorer, der Christian Rohler. Dann der Nelson mit dem 1, der Harris 5, der Domingos 11, Fasnacht 12, Weibel 19. Mit der Nummer 22, der Juan Bussena und mit dem 27, der Platon Paschkewitsch und dem 31, der Eusebio Galle. Und mit dem 56, der JV Mia Vululu. Endlich kann ich das jetzt richtig aussprechen. Ich gebe mir wahnsinnig Mühe, dass das einigermaßen anständig überkommt. Und wie gesagt, Star Wings werden hier einen schweren Stand haben. Jetzt haben wir hier die Aufstellung von Fribourg Olympique mit dem 0. Das 0 ist immer der Mobiliar Topscorer, der Eric Notic, der das 3 ist der William Ross, dann der Jonathan Casadi mit dem 6, der Kilian Martin mit dem 13. Und das Nummer 14 dürfte allen bekannt sein, das ist der Sheikh Sané. Er hat schon bereits bei den Star Wings gespielt, in dem Jahr, wo man gegen Fribourg Olympique im Finale gesehen war und probiert hat, hier ein gutes Finale zu spielen. Hat leider nicht geklappt, das hat das 3-0 gegeben. Dann haben wir mit dem 20 Arno Couture, der Xavier Gris mit dem 23, der Roberto Kovac mit dem 24, dann der Ducoma mit dem 25, der Leroy 27, der Sankwa mit dem 33 und der bekannte Jurkovic Nathan mit dem Nummer 99. Dann haben wir natürlich ein hochkarätiges Schiedsrichter-Trio hier heute im Birsfelde, nämlich der Marcos Michaelides, der José González und der Massimo Tagliabue. Er kommt aus dem Tessin. Wir haben ihm schon eine gute Heimreise gewünscht und hoffen natürlich, dass er nicht im Stau stecken bleibt, wenn es dann am Gotthard mehr als 5 oder 6 Kilometer Stau sollte haben. Also an der Schiedsrichter dürfte es heute mit Sicherheit nicht liegen, weil es sind natürlich alle drei hochqualifizierte, gute Nationalliga an Schiedsrichter, wo man nichts sagen kann. Natürlich, als Kommentator gibt man immer wieder einmal seine Meinung ab, aber grundsätzlich wird hier eine gute Leistung von der Schiedsrichter gezeigt in dem Spiel. Da haben wir jetzt Christopher Harris, der bereits der erste Rebound geholt hat. Und der Christian Rohler, der das Tor von diesem Spiel eröffnet gegen Fribourg Olympique zum angeblichen Start. Und da sehen wir jetzt schon wieder eine Lücke in der Defense. Und er hat schon bereits den zweiten Rebound geholt. Das muss man dem Christian Rohler lassen. Seine Rebound-Fähigkeiten sind wirklich sehr, sehr gut. Und da hat jetzt der Platon ein bisschen Mühe gehabt mit dem Ball. Da haben jetzt Star Wings wieder ein bisschen zu viel rumgetappelt.
Und das offensive Spiel mit dem System, mit dem Spielzeug ist plötzlich zum Erliegen gekommen. Vor allem hat das angefangen, natürlich vorher, aber der Platon Paschkewitsch zu früh aufhören hat mit Dribbeln. Das sollte er eben nicht machen. Er darf nie aufhören mit Dribbeln, wenn es nicht klar ist, zu wem aus der Ball nachher sollte gehen. Da haben wir jetzt, das ist ja die berühmte Schwäche von den Star Wings, dann nach der Verteidigung von den drei Punkten vom gegnerischen Team. Und der Platon Paschkewitsch mit einem Dreier von der Dreipunktlinie. Übrigens hat er gestern schon ein Match gehabt, hat nämlich auswärts in Morsch mit dem BC Bären ein Spiel gehabt und ist dort neben dem Amerikaner vom BC Bären im McManus. Jalen ist auch der zweitbeste Werfer gewesen und hat dort 23 Punkte gescored in der ACB. Ganz guter Pass vom Couture. Da ist jetzt der Roller ein bisschen allein im offensiven Rebound gewesen. Das ist natürlich ein bisschen das Problem bei den Star Wings. Jetzt haben wir hier, sehen Sie da mit der Nummer 19 im Bild, Seil Weibel, der jetzt auf dem Ball führender Spieler ist. Er ist 1,90 Meter groß. Sie sehen den Paschkewitsch mit etwa 1,95 Meter. Der Anders ist nicht viel grösser. Und der Anders ist etwa 1,80 und jetzt der Christopher Harris, der den Vorbleger gemacht hat. Der Korb ablegen, er hat getroffen, ist gefällt worden. Das geht jetzt noch ein Bonuswurf von der Freiwurflinie. Er ist auch etwa um die 1,90-1,95 rum. Das, was also ich damit will sagen, ist natürlich, dass Star Wings ein echtes grösseres Problem haben. Der Christian Rohler ist der einzige über 2 Meter im Moment. Wenn der JV auf dem Feld ist, sind es mehr als einer, aber es reicht natürlich nicht von 5 Spielern. Einfach nur 2 Spieler auf dem Feld, aber die Größe haben. Das ist übrigens die Schwäche und Stärke von der 1-3-1 Zone Defense, die jetzt Star Wings hier gespielt haben. Die haben jetzt ein 1-3-1 aufgestellt, den sie sicher mal achten. Ein ganz toller Pass übrigens von Platon Paschkewitsch auf der Christian Rolo. Ja, das ist eben das, was ich mich kritisiert bei den Schiedsrichter. Das ist ganz klar, man kann es pfeifen als Foul, aber es hat nicht wirklich einen Einfluss gehabt, also haben wir es auch einen Silo, weil A hat den Ball nicht verloren, B ist nicht am Boden gelegen und dass es in der Nazi A ein bisschen zu Körperkontakt kommt. Das passiert. Da haben wir jetzt eben auch den Schwachpunkt gesehen, trifft der Gegner. Trifft der Gegner, ist ein 1-3-1, Zone-Defense natürlich nicht optimal, wenn der Gegner Mühe hat und mit Treffen, dann kann es natürlich ein Problem geben.
Ein guter Pass von Anderson für Rollo. Das führt dazu, dass es jetzt hier zwei Punkte mit Freiwurf gibt, nachdem er gefällt worden ist bei der Bewegung. Da sehen wir jetzt, wenn er runter durchgeht. Sehr gute Bewegung. Und jawohl, er tut jetzt hier in der Wiederholung, haben wir das gesehen. Noch die Freiwürfe werfen ist nicht seine Stärke. Jetzt Kilian Martin mit dem Arm voraus seinen Gegenspieler weggeschickt. Vielleicht sehen wir das nochmal in der Wiederholung. Da sehen wir es jetzt. Jawohl, da haben sie jetzt gerade gesehen, wenn er seinen Arm ausgefahren ist oder ausgefahren hat. Das ist ein guter Pfiff vom Schiedsrichter, das kann man nicht sagen. Und eine gute Ballstaffette von den zwei Jungen, also vor allem vom Paschkewitsch. Und jetzt hat der Trainer von Freiburg genug. Er bringt den Sheikh Sané aufs Feld und den Jurkovic. Beides hochkarätige Spieler, die in jeder Mannschaft unter den ersten fünf würden spielen und zu den Topscorer würde gehören. Also stellt euch mal vor, was er für eine Karte hat. Und jetzt kommt noch der Seidweibel und macht den Dreier. Schön hat jetzt das hier in der Wiederholung ausgesehen. Jetzt leider der Seilweibel nicht getroffen, das wäre natürlich das Töpfchen für mich gewesen. Freiburg noch aggressiver, es nervt sie jetzt schon, dass sie hinten drin sind, das sind sie nicht gewöhnt.
Und jetzt hat der Spieler mit der Nummer 3, der Ross Williams, hier ein Foul am Anders gemacht, wo er 3 Punkte. Ein Dreipunktwurf gemacht hat. Das heisst, er wird am Freiwurflinie können und 3 Freiwürfe nehmen. Und jetzt haben wir Timeout. Starwings haben den Vorsprung auf 11 Punkte erweitert. Und der Williams macht hier einen Dreier vom Ecke. Dukoman kennt nichts und macht einen weiteren Dreier. Übrigens, der Dukoman ist ein Schweizer Spieler mit Jahrgang 2004, 20 wurde im Januar. Er ist 1,86 groß, aber er hat vorher auch rund von Spanien, er hat in Spanien gespielt. Da haben wir jetzt zusammen mit Christian Rolo an der Freiwurflinie. Gemacht, 21 zu 15. Aber wie gesagt, die 6 Punkte sind natürlich mit 2 Dreier weg, schneller als man auf 3 Zellen kann. Der eine ist jetzt bereits gekommen. Das ist eben, wie gesagt, die Schwäche von dieser Zone-Defense 1-3-1. Man ist nicht überall, wo der Gegner ist, und dort, wo der Gegner ist, stoppt man meistens als Gegner, wenn man eben die Zone will schlagen. Da hat er einen einfachen Halbdistanzwurf genommen. Ist noch schwierig, wie der Sheikh Sané, der doch, sagen wir jetzt einmal, 2,7 Meter groß ist, den Ball als zweitletzter soll an der Hand den Ball haben. Und nicht, es ist irgendwie komisch, diese Situation. Sehen wir das nochmal, das ist vorbei. Ja. Da sehen wir nochmal. Nein, es ist leider nicht im Bild.
Schon von der Größe her ist es schwierig, dass der Sideweiber slash am Ball gesehen sein sollte. Christopher Heuss. Da schauen sie jetzt nochmal in der Wiederholung. In die Luft und da aber auf der Gegenseite schon wieder drehen. Das geht sehr schnell, oder? Das geht sehr schnell. Unentschieden. Das war zu erwarten gewesen. Das war jetzt eine komische Reflexbewegung vom Roller. Sehen wir das nochmal? Das sehen wir nicht mehr. Wir müssen sie einfach dann im YouTube zurückspulen. Also ich glaube, er hat schon den Arm ausgestreckt. Ist nicht ganz logisch, wieso er das gemacht hat. Haben wir viertes Pause. Wir starten jetzt im zweiten Viertel. Die Star Wings haben ein tolles erstes Viertel gespielt. 23 zu 23 hat rausgeschaut. Aber wie gesagt, Fribourg Olympic hat natürlich hier riesige Kapazitäten an Spielern auf dem Feld, auf der Bank. Hier haben wir jetzt den Büssener, der zum Korb ist. Die Zeit läuft jetzt dann ab. Das hat jetzt aber nicht gelangt und im Gegenangriff hat der Christopher Harris den Ball weggenommen, ohne Foul. Und das sehen wir jetzt hier
Oh, da war jetzt ein bisschen ein scharfer Pass gewesen. Und ich habe heute noch einen speziellen Gast bei mir, heute, wo ich ein paar Fragen wird stellen werde. Und zwar ist das ein Spieler, der früher beim BC Allesheim gespielt hat, dann bei den Starwings ein Jahr gespielt hat, dann nach Deutschland gegangen ist und heute in den USA an der Bullis High School spielt. Erik Reibe. Wir müssen noch schauen, dass mit dem Ton das klappt. Und sobald dass wir den Ton haben vom Erik Reibe, dann tue ich euch das. Dann werdet ihr das hören. Erik Reibe, kannst du dir kurz vorstellen? Ja, hier ist Erik Reibe, ich bin 17. Ich komme aus Deutschland. Und ich bin in der USA, Maryland, mit Bullis High School. Wie ist das gesehen von dir jetzt? Du hast ja angefangen beim BC Allesheim, Basketball spielen. Wie alt bist du da gesehen? Ich bin ja gesprungen, ich weiß nicht, als ich angefangen habe. Ich habe angefangen mit Kamerader und ich habe mich da weiterentwickelt. Dann habe ich mit Nemanja Kalistan trainiert, mit Pascal trainiert. Dann bist du ja, bei den Starwings gesehen und nach den Starwings in Deutschland. Wo bist du in Deutschland gesehen? Ich bin nach Ulm gewechselt. Das ist zwischen München und Stuttgart. Ulm, wie ist der deutsche Basketball? Deutschland ist ja Weltmeister, oder? Ja. Und wie ist das gesehen? Wie muss man sich das vorstellen? Wie viel Mal trainiert pro Woche? Es ist ein bisschen mehr Training, ein bisschen härteres Training. Es ist eine andere Umstellung mit dem Spielstil. Es ist ein bisschen schneller und mehr Taktik, viel mehr Spielzüge. Aber beide Spiele, Schweiz und Deutschland, ist sehr gutes Niveau. Und wenn jetzt du da den Match schaust, wo die Starwings spielen gegen Fribourg Olympique, was geht dir vor im Kopf? Was denkst du? Ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich finde, es ist heute gute Intensität von beiden Mannschaften. Starwings ist noch knapp dran und ja, ich denke, es wird ein gutes Spiel noch. Was meinst du am Schluss? Wer wird gewinnen? Kann man jetzt nicht sagen. Das finde ich tolle diplomatische Antwort. Jetzt sehen wir, der Stand, der Zwischenstand ist 23 zu 26. Die Starwings machen das relativ gut, geben sich recht Mühe. Aber es ist natürlich schon so, wie ich am Anfang gesagt habe, es fehlt ein bisschen an der Größe. Jetzt kommen wir mal auf die Größe zu reden. Erik Reibe, wie groß bist du mittlerweile? Ich bin 2,13 Meter, 2,12 Meter ungefähr, wiege 105 Kilo. 2,13 Meter und du bist 17 Jahre alt, ist das richtig? Ja genau, ja, ich bin 17. Jetzt bist du in den USA und du spielst, wie wir am Anfang gesagt haben, bei den Bullis, habe ich das richtig gesagt? Ja genau, Bullis High School. Wie ist das dort? Wie viel trainierst du pro Woche? Also ich habe vor der Schule Training, individuell, auch Krafttraining vor der Schule. Dann gehe ich dann in die Schule von 8 Uhr morgens bis um 3. Also vor der Schultraining, das heißt ja, genau. Mit einem Trainer allein, du und der Trainer. Ja, genau. Und was macht ihr dort? Wir machen viel Ballhandling, viel Werfen und Koordination. Ja, sehr viel Wurftraining und ja, und dann gehe ich dann in die Schule. Ich dusche in der Halle, dann bin ich in der Schule bis um 3. Dann habe ich meistens eine Stunde frei nach der Schule und dann geht es dann ins Training. Dann nochmal mit dem Teamtraining. Genau. Und jeden oben. Ja. Zwei Stunden? Drei Stunden? Zwei Stunden. Zwei Stunden Training. Also insgesamt etwa 15, 16, 17 Stunden in der Woche. Ja, ja. Und dann haben wir während der Woche, während unserer Season, haben wir Dienstagabends ein Spiel und Freitagabends ein Spiel. Ich warte halt dann ein bisschen weniger dienstags und freitags am Morgen, aber ja, Wochenende ist dann immer noch da noch Training. Was ist dein Ziel? Wie bitte? Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? In die NBA zu gehen. Jetzt nach der Highschool, ich bin Junior, das heißt, ich bin jetzt gerade in der 11. Ich gehe jetzt in die 12. und dann aufs College für ein, zwei Jahre und dann in die NBA. Also wir machen so, oder? Wenn du dann den Schritt schaffst in die NBA und du den ersten Match gespielt hast und dann wieder mal in der Schweiz bist, yeah, dann machen wir wieder mal ein Interview. Ist das gut? Ja, machen wir. Also es ist natürlich toll, dass ein Spieler, der beim BC Allesheim angefangen hat, über die Starwings nach Deutschland in die USA so einen tollen Weg gegangen ist. Es ist aber natürlich auch viel Aufwand, oder? Yeah. Das ist richtig.
Wie ist das in den USA, das Leben? Wo ist das genau, die Bullis High School? Das ist in Maryland, das ist neben Washington D.C. Es ist schon anders, andere Kultur, anderer Lebensstil, weit weg von meiner Familie. Sie leben noch hier in Dornach, in Basel. Und es hat eine Umstellung. Ich wohne mit Familie und Freunden, aber es geht mir gut. Ich habe sehr viele Freunde auf der Schule. Das darf ich ruhig sagen, dein Vater ist ja Präsident von der Star Wings, oder? Ja, genau, ja. Yeah. Das heisst, er chattet von der Star Wings zu dir und Schule. Ja. Also gut, jetzt gehen wir einen Moment zurück zum Spiel. Okay. Saison 25-26, Star Wings sind nach wie vor gut im Spiel. Es hat jetzt gerade, so einen Blockfoul gegeben von einem Spieler, der einen Block gestellt hat. Aber Fribourg Olympique wäre das natürlich so gewesen, wenn sie am Anfang nicht ihre Amerikaner reingebracht hätten, wäre es dann schon noch spannend geworden. Der Trainer hat sich sichtlich genervt. Er hat natürlich das Problem, der Trainer von Fribourg. Er hat jetzt noch ein Spiel, das er sicher gewinnt. Und der Trainer von Fribourg hat aber nächsten Mittwoch bereits das erste Playoff-Spiel, soviel ich weiß, gegen Nio wird Fribourg spielen. Und das kommt noch dazu, am Samstag drauf, also Mittwoch ein Spiel, Donnerstag und Freitag. Und dann am Samstag, am 6. April, meine Damen und Herren, gibt es Schweizer Cup-Finale in Fribourg am 6. Zobe. Das heisst, wenn Sie vermutlich das Westschweizer Fernsehen dann anschauen und aufschalten, die spielt Fribourg Olympique gegen Genf. Wenn Sie aber auch Lust haben, können Sie natürlich gerne auf Fribourg gehen und eine von den beiden Mannschaften unterstützen. Da sehen wir jetzt Fribourg mit den 3-Punkt-Würfen. Und das ist natürlich kein geringerer gewesen als mit der Nummer 24, der Roberto Kovac, der auch kein Unbekannter ist. Er ist schon hier einmal in der Sporthalle gewesen und im Eckeli gestanden auf dem Basketballfeld und hat ein Dreier nach dem anderen rausgelassen. Roberto Kovac ist ein Spieler, wo man von 1 Meter bis 1,50 Meter bei der 3-Punkt-Linie hinten dran nicht frei zum Wurf kommen. Das muss man einfach wissen. Der Roberto Kovac, soviel ich weiß, spielt auch in der Schweizer Nationalmannschaft. Apropos Nationalmannschaft, Erik Reibe. Du spielst ja bei der deutschen Nationalmannschaft U18. Ja, genau. Du hast jetzt ein Turnier in den nächsten paar Tagen. Was ist das für ein Turnier? Das Albert-Schweizer-Turnier, das ist jetzt in einer Woche. Da sind Teams wie Griechenland dabei, Italien, Argentinien, Japan. Und das geht dann für eine Woche. Ich glaube, 6 Spiele in 7 Tagen. Und wie ist die Qualität? Sind das gute Mannschaften, die Gegner? Ja. Alle Teams, die da mitmachen, sind gut. Die USA war vor Coronavirus auch noch dabei, aber dann haben sie dann entschieden, jetzt dieses Jahr dann nicht mitzumachen. Jetzt jemand, der das möchte anschauen, gibt es da YouTube-Links, wo man da kann das verfolgen? Ja, es gibt alles. Es gibt alles auf YouTube und Livestream. Also müsste es die Leute, wenn jemand interessiert wäre, das Albert-Schweizer-Turnier in Deutschland, wo anfängt am Samstag, ist das richtig? Ja. Am 6. April, Samstag, fängt das an. Es fängt an am 30. März bis zum 6. April. 30. März, vor das an, müssen Sie also googeln im Albert-Schweizer-Turnier in Mannheim. In Mannheim. Und wenn Sie da möchten, gut Nachwuchsbasketball sehen von den Ländern, die er jetzt gerade gesagt hat, dann müssen Sie dort nachschauen. 28-32 ist im Moment jetzt hier ein Spiel zwischen Fribourg und Star Wings. Star Wings, muss ich sagen, geben eine ganz gute Figur ab heute. Sie halten sich sehr gut gegen Fribourg Olympique. Fribourg Olympique ist zwar nicht, ich sage jetzt mal, im Vollpower am Spielen, aber Star Wings haben ebenfalls sehr viel rotiert. Und sie probieren hier ihre 1-3-1 Defense zu machen. Die 1-3-1 Defense ist natürlich, das weiss man, in der vier Ecken der Schwachpunkt, wenn jemand dort den Ball bekommt. Aber wenn natürlich der Gegner nicht genau weiß, wenn er gegen das soll rotieren. Das ist ganz, ganz schwierig, auch gegen die Zone zu rotieren. Es bleibt dann fast noch der Wurf, das sieht man jetzt hier. Und da ist auch nicht reingegangen, der Büssener, wo übrigens mit der Nummer 22, Juan Büssener, wo neben dem Einsatz beim DC Bären auch eben hier bei der Starving spielt. Jetzt haben wir den Platon Baschkewitsch zusammen mit dem
Büsena gesehen, die hier probiert haben, der Mobiliar Topscorer mit dem 0, mit dem Sternchen auf dem Rücken, nämlich der Erik Notic von den USA zu stoppen. Er hat übrigens Jahrgang 1994, ist 1,87 groß. Und er gehört zu den Spielern, die unter anderem fast am meisten Punkte machen. Aber er hat natürlich hochkarätige Mitspieler. Das sehen wir jetzt gerade hier, was da eins nach dem anderen an guten Zuspiel in die Zone rein stattfindet. Da haben wir jetzt den Enders, probiert jetzt das nochmal mit einem Dreier, trifft nur den rechten Rand vom Ring. Und schon ist das wieder ein Gegenangriff. Und dann noch ein Foul am werfenden Spieler, was dazu führen wird, dass er vermutlich dreimal an die Linie kann kommen mit der Nummer 24. Das ist der Roberto Kovac gesehen. Normalerweise macht er ja alle aus dem Ecken. Und du sagst, Erik, dass in der NBA, wie schwierig ist das? Was sind denn die Anforderungen? Wenn ich so mit jungen Spielern rede, dann sagen sie immer, was ist dein Ziel? Ja. Dein Ziel ist NBA. Und die sagen dann, jo, ich will mal in die NBA gehen. Mhm. Ab wann wird es realistisch? Was für Voraussetzungen, abgesehen vom Träumen, muss man erfüllen, dass man als junger Mensch von einer so einer Superliga kann träumen? Es hat viel mit Kontakten zu tun und mit, wo man eingerankt wird in den Rankings, zum Beispiel von ESPN. Ich bin jetzt unter den Top 60 von Amerika in meiner Klasse und umso tiefer man geht, also auf Top 50, Top 40, desto mehr Colleges kommen auf dich zu, desto mehr Offers kriegt man, Scholarship-Offers für College. Also jetzt abgesehen von der Kontakt und vom Ranking, musst doch du als Spieler eine gewisse Fähigkeiten haben. Ja. Was kannst du gut, was sind deine Fähigkeiten? Für meine Größe bin ich, also ich kann innen spielen, ich kann außen spielen, ich kann den Ball vorbringen, ich kann gut werfen, passen, Defense spielen, alle Positionen verteidigen, also ich kann das meiste auf dem Feld machen mit meiner Größe. Also gewisse Voraussetzungen, eine von deinen Voraussetzungen, die du natürlich bei weitem übertriffst, ist deine Größe, oder? Ja. Und dazu kommt, so wenn ich dich auch schon beobachtet habe, dass du ein ausgezeichneter Werfer bist, oder? Ja. Und zu allem anderen noch ein gutes Spielverständnis hast, das darf man schon sagen, ja, oder? Danke. Also, geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, wenn Sie natürlich interessiert sind, wie der Erik Reibe spielt, schauen Sie und googeln Sie das Albert Schweizer Turnier und dann können Sie dort natürlich zuschauen, wie er sich hier mit der deutschen U18-Nationalmannschaft meistert. Genau. Wir spielen auch noch im Sommer in der EM mit. In der U18 EM, A-Division. Und wenn wir da unter die Top 5 gehen, dann haben wir die WM nächstes Jahr, U19. Wenn ihr an die WM kommt, dann spielen wir nächstes Jahr in der Schweiz. Ja, genau, in Lausanne. In Lausanne, ja. Oder? Also, für den Nachwuchs ist es natürlich in der Schweiz äußerst spannend, weil der Schweizer Basketballverband, Swiss Basketball, hat doch tatsächlich von der FIBA, und das ist eine ganz erfreuliche Sache, den Zuschlag bekommen, die Weltmeisterschaft von der U19 im 2025 zu organisieren. Die Schweizer selber werden dort natürlich als Gastgeber mitmachen. Im Übrigen ist es ja so, dass die Mannschaft, die dort wird spielen und die Schweizer wird vertreten, das ist eine Mannschaft, die in der Nationalliga B mitspielt. Das ist eine Mannschaft, die U18, CNBS heisst das, Centre National du Basket Suisse, die als U18-Nationalmannschaft in der Nationalliga B Meisterschaft mitspielen tut. Hast du die schon einmal gesehen spielen, CNBS, Erik? Ja, ich habe letztes Jahr vor zwei Jahren in der EM gespielt in Bulgarien und da waren wir noch in der B-Division. Ja, da haben wir auch der Schweiz zugeschaut. Hat er gegen die Schweizer gespielt selber, oder? Nicht gespielt, aber die waren ja in einer anderen Gruppe. Und sind sie gut, Schweizer? Haben sie eine Chance? Ja, sie haben schon gut gespielt. Gutes Potenzial, oder? Ja, es ist natürlich so, dass auch bei den Schweizer einige Spieler werden dabei sein, die im Ausland in Ligen sind oder an Schulen sind. Und wie gesagt, also das Albert Schweizer Turnier, das am 30. März anfängt, dann DM im Sommer, das können Sie meistens auf dem YouTube-Kanal schauen. Es geht auf FIBA.com, dort wird man auch in der Regel gut weitergeleitet. Dann haben wir nächstes Jahr in Lausanne
etwa Anfang Juli vor die U19, Entschuldigung, Weltmeisterschaft da hier in der Schweiz. In Lausanne wäre natürlich, und ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung, wäre der Cup-Final zwischen Fribourg Olympique, der hier im Blau ist, gegen Genf. Will schauen kann am nächsten Samstag, am 6. April 18.00 das entweder auf dem Fernsehen schauen, auf dem Westschweizer nehme ich an, ich darf es mir nicht behaften, oder aber auch live vor Ort gehen. Wir sind jetzt zurück im Spiel. In zwei Wochen, am 6. Entschuldigung, ich bin gerade der Regisseur, hat sich gemeldet bei mir, gesagt, Pascal, ich soll besser rechnen. Es sind in zwei Wochen selbstverständlich, ist das der 6. April. Die Starwings sind noch voll dabei, meine Damen und Herren. Die Starwings sind 34 zu 37. Wieso haben sie nicht die ganze Saison so gut spielen gesehen? Stellen wir uns vor, wäre der Ilja Vranic, der Kevin Monteiro nicht weggegangen oder ausgefallen. Da hätten wir schon einiges mehr können erleben. Und es ist aber trotzdem eine Freude. Jetzt, wenn du siehst, Erik, dass eine Mannschaft wie die Starwings immer knapp dran ist, am Schluss verliert und am Schluss hat ein Sieg rausgeschaut. Was empfindet hier ein Spieler? Wie geht es hier um einen Spieler? Es ist halt schade, wenn man so viel kämpft in dem Spiel und so viele Emotionen und das Herz in das Spiel bringt und dann am Ende zu verlieren, ist halt schwierig, aber man lernt halt dann daraus. Man lernt dann, man muss weitermachen, den Kopf oben behalten und einfach dann im nächsten Spiel dann von Anfang an stark reinzustarten. Also wie gesagt, also ich finde, sie machen das gut jetzt, ja. Oder? Also wir, ja, das macht echt gut. Also wir haben, wir haben die blaue Mannschaft, die ein einziges Spiel verloren hat bis jetzt in der Swiss Basketball League in dieser Saison, wo ja jetzt zu Ende geht, die reguläre Saison vor den Playoffs. Und Starwings halten sich die Waage, 38 zu 39, ist sehr, sehr erfreulich. Was haltest du von dieser 1-3-1 Defense, die Starwings machen? 1-3-1 Defense? Das ist halt etwas Gutes gegen Fribourg, weil es klappt. Es klappt gerade und es ist gut, dass sie es weitermachen. Würde es nicht klappen, dann sollten sie wieder zurückwechseln zum Mann-Defense, aber es klappt. Und die ersten 4 Minuten von der zweiten Hälfte sind jetzt die wichtigsten für die Starwings. Wenn sie rauskommen und das Spiel und den Fribourg-Spielern zeigen, dass es nicht so geht, dass sie jetzt weggeschlagen werden und sie gehen da stark raus, dann kann das Spiel sehr einfach gedreht werden. Sie haben jetzt Gelegenheit gehabt, alle mehrere Greiben zu hören. Wenn sie ihn wann verfolgen, dann müssen sie das hingehen, das Bullis High School in den USA. Sie können ihn verfolgen. Es war ein Jahr lang ein ganz tolles Spiel gewesen, hier bei den Starwings. Wir haben große Freude gehabt an ihm. Er hat auch damals schon, wo es noch bei der U17 war, schon rausgespielt mit seinen 2 Metern, die er damals hatte. Das war ein bisschen weniger. Ja. Die 13 cm sind jetzt noch dazugekommen. Ja. Wir gehen jetzt gleich in einer Minute, haben wir Halbzeitpause. Wir werden Ihnen, wie immer in der Halbzeit, werden wir Ihnen die besten Highlights von der ersten Halbzeit in einer Wiederholungsschlaufe präsentieren auf dem Bildschirm. Genießen Sie das. Die Pause wird etwa 12 Minuten dauern, dann sind wir wieder zurück. Und da haben wir jetzt einen tollen Schnitt gesehen vom Weibel zum Korb, aber das hat jetzt leider nicht gelangt. Und auf der Gegenseite gibt es natürlich dann genau die 2 Punkte. 38 zu 44 ist ein absolut tolles Resultat. Und der verkürzt auf 44 zu 40. Ich möchte mich bei Erik Reibe bedanken, dass er mit mir hier das Interview gemacht hat. Und vielen Dank. Wir hoffen natürlich auf den großen Erfolg von ihm. Und wie gesagt, das haben Sie alle gehört am Bildschirm, dass wenn er einmal wirklich tatsächlich den Sprung geschafft hat in der NBA, dann werden wir ihn hier nochmal sicher begrüßen im Regio TV Plus und auf dem YouTube-Kanal von Swiss Basketball. Meine Damen und Herren, noch 2,5 Sekunden. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Pause und ich melde mich rund in 12 Minuten wieder zurück.
geschätzte Damen und Herren, wir sind zurück aus der Pause. Die Darwings haben jetzt wieder den Ball, 40 zu 46 steht das Resultat im Moment. Und wir sind jetzt gespannt, ob sie hier in diesem ominösen dritten Viertel, so wie wir es kennen, können hier weitermachen. Das ist aber genau das, wo ja, das war ein ganz toller Pass von Christopher Harris auf der Roller, der hier abschließt mit einem brachialen Dunking. Jetzt der Nelson probiert Foul rauszuholen, das ist ihm nicht ganz gelungen. Das geht natürlich so nicht, oder? Dafür korrigiert es mit einem Dreier und da sieht man, wie schnell es geht. Auf der anderen Seite macht der Couture einfach den brachialen Dunking ebenfalls. Das muss man natürlich schon sagen, Fribourg spielt hochkarätig jetzt mit dem Djokovic, Cheksane, mit dem Couture, mit dem Nummer 3 im Spieler Ross Williams aus den USA. Und das ist so, sag jetzt mal, das sind aus meiner Sicht schon die besten Spieler, die Fribourg jetzt im Moment kann aufs Feld bringen. Da haben wir jetzt den Sai Weibel gesehen, wo einen grandiosen Kopfabblick gemacht hat. Vielleicht sehen wir das nochmal in der Wiederholung. Schauen wir mal, wenn er hier stoppt und dann wieder beschleunigt. So wie es im Basketballbuch stoppt, vielleicht sehen wir es noch einmal. Da geht er zum Korb, wird langsamer und beschleunigt nochmal und lässt somit den Verteidiger aus. Und das hat der Weibel natürlich ganz toll gemacht. Im Moment, das sehen Sie nicht im Bild, haben wir den Schweiß am Boden und putzen lassen von den Helferinnen und Helfer. Christian Rowland natürlich schon Mühe bei einem, ich sage jetzt mal, grossen, gleichstarken Gegenspieler sich durchzusetzen. Da ist jetzt das aber wahnsinnig schnell gegangen. Von, ich sage jetzt mal, minus 5 ist jetzt das sehr schnell auf minus 15 Punkte gegangen. Das Timeout kommt jetzt vom Trainer von den Star Wings.
haben wir die berühmte Statistik, die wir von Ihnen immer wieder erzählen. Wo Sie auf swissbasketballseite.ch abrufen können, wenn Sie oben dann beim Ticker können Sie wählen, ob Sie auf einen Livestream oder auf die Live-Statistik möchten klicken. Starwings haben bei den 2 Punkten doch eine Trefferquote von 55% und bei den 3 bei 35%, das sind sehr gute Werte. Bei 68% ist aber Olympique bei den 2er und bei 33% sind sie bei den 3er natürlich, sind bei den Dunkings ist man schnell einmal bei einem Wert von sag jetzt einmal 68%, weil ja natürlich der Port nicht weiter weg ist, wenn man einen Dunking macht. Da haben wir jetzt einen Fehlpass gesehen vom jawohl, Freiburg, das darf man sagen, hat einen Zahn zugelegt. Sind in der kürzesten Zeit sind es jetzt sehr, sehr viele Punkte gewesen. Es ist jetzt gleich 20 Punkte und die Fehlpässe die sich hier häufen. Mittlerweile sind es in der kürzesten Zeit 22 Punkte und das ist etwas, wo ich muss sagen, das ist leider zu erwarten gewesen. Und es tut mir leid für Starwings, wo da sehen wir jetzt einen tollen Pass vom Baschkevic auf den Anders, wobei er hat fast den Vorbeleger verpasst, er hat noch Glück gehabt, dass der Anders davor ist. Wie gesagt, bei den Starwings Basketball geht eine sehr durchzogene Meisterschaft zu Ende mit dem heutigen Spiel gegen Freiburg Olympique. Zwar ist Starwings verheißungsvoll gestartet in Saison. Aber durch den Ausfall von diesen drei Spielern im Milenkovic, im Vranic, im Monteiro hat natürlich die Substanz vom Team sehr, sehr groß gelitten. Ersetzt worden sind die Spieler, das sehen Sie hier auf dem Feld, wo sehr oft zum Einsatz kommen, mit der Nummer 22, der Juan Bissena, mit dem 27, der Paschkevic, Platon und natürlich dann auf der Bank der Dennis Fasnacht und der Eusebio Galle. Die vier jungen U23-Spieler, die ich erwähnt habe, spielen gleichzeitig auch noch beim BC Bären in der Nationalliga B. Im Übrigen hat sich der BC Bären für das Playoff-Viertelfinale qualifiziert und wird am 7. April das erste Heimspiel haben. Der Gegner vom BC Bären in der Nazi B ist noch nicht ganz klar. Das könnte Swiss Central sein, übrigens auch ein ehemaliger Swiss Basketball League Verein, der in der ersten Division ist. Oder GC Zürich, das ist noch offen.
haben wir jetzt gesehen, wie der Roberto Kovac zum Korb spaziert. Und gegen einen Plattern abgelegt hat. Und Nelson erhöht auf 51 zu 74 oder reduziert da ein bisschen das Minus. Aber eben wie gesagt, jetzt ist natürlich ganz klar, was hier vor allem das grosse Handicap ist bei den Starwings, das ist die Körpergröße. Ich meine, auf dem Feld ist der Djokovic, der hat 2,2 Meter als Maßstab. Dann haben wir den Sheikh Sane mit seinen 2,7 Meter. Sogar der Roberto Kovac, gut, er ist nur 1,91 offiziell. Dann haben wir den Couture. Nein, das ist der Djokovic gewesen. Aber auch er tut einen Dreier. Er tut mit einem Dreier abschließen. Da haben wir Ballführung vom Anders. Ist, wenn er sehr unter Druck ist, kritisch. Der Trainer von Fribourg hat jetzt mal kurz für Ruhe gesorgt mit dem Team. Das heisst, der knappe Vorsprung erhöht innerhalb kürzester Zeit. Wir sind ja jetzt mit dem dritten Viertel fertig. Starwings werden das also in schlechter Training halten und dann vor allem, wenn sich so Sachen wie jetzt beim Einwurf einschleichen, macht das die Müdigkeit, Unkonzentriertheit. Aber es ist natürlich schon klar, jetzt erst spielt der zweite Große bei den Starwings, der Chevy mit. Und der Korb zählt einen guten Pass übrigens wieder von Vlatko Paschkevic. Da sehen wir, wenn er den Pass auf der Rolle geht und der Rolle zum Korb geht. Und der Sheikh Sane eigentlich nicht viel dagegen kann machen. Aktuelle Topscorer bei den Starwings sind der Christian Rohler mit 15 Punkten bis jetzt, dann der Anders Nelson mit 17, der Harris mit 10 Punkten, dann 8 Seid Weibel, 3 der Platon und Frank Wissena mit 2 Punkten. Das sind 55 insgesamt. Wesentlich besser verteilt ist es bei Fribourg. Bei Fribourg haben wir den Notic. Hat 3 Punkte, 7 der Cassati, 6 der Martin, 13 der Couture, 4 der Green, 9 der Williams, 10 der Kovac, 7 der Ducomain, 10 der Leroy 2, 18 der Djokovic. Da ist jetzt leicht die Nervosität aufgekommen. Was war der Grund? Das weiß niemand so genau.
Da sagt Weibel, ist am richtigen Ort gestanden für den Rebound. Man sagt ja, rund 75% von der Ball, die nicht reingehen, kommen dort runter. Da haben wir jetzt den Martin, der ein Foul am Rollen gemacht hat. Jetzt der Platon probiert einen spektakulären Basket, das ist nicht ganz gegangen. Im Gegenzug gibt es zwei Punkte, das ist zu erwarten gewesen. Jetzt haben wir den JB, der hier vorne spaziert, gestoppt wird. Der Alois Leroll ebenfalls Jahrgang 04 und 2,1 Meter groß. Der Harris an der Bande, an der Freiwurflinie. Und da kann es jetzt reduzieren auf richtig auf 22 Punkte im Rückstand. Jetzt tut der 2,7 Meter große Christian Roller ersetzt durch einen Aufbauer, Dennis Fasnacht, und jetzt haben wir noch den Jevi Miavi Lulu auf dem Feld, wo 2,1 Meter ist, alles andere ist kleiner als 1,95. Der ist jetzt einfach nicht reingegangen, weil es nicht so hart sollte sein. Wie gesagt, Starwings 59 zu 61 jetzt am Ende vom dritten Viertel. Und ich zeige Ihnen kurz Werbung, das wollte ich noch sagen, dann ist aber die Werbung schon da gewesen. Da haben wir eine tolle Aktion und einen guten Pass von Chris Harris auf den Roller. Das letzte Viertel für die Starwings von dieser Saison 23-24. Mit dem letzten Viertel geht die Saison zu Ende, die gar nicht so optimal gelaufen ist, wo aber Trüge tut. Die Starwings haben eine gute, tolle Leistung gemacht. Trotz allem Spieler haben das nicht schlecht gemacht. Und da haben wir jetzt den Jevi Miavi Lulu, der noch einen Foul am Sheikh Sané macht, wo der Ball richtig geschmissen hat. Eigentlich hat er nur die Hand müssen aufmachen, weil der hat den Ball so komisch geschmissen, da hat er wahrscheinlich nicht einmal getroffen. Aber jetzt der Sheikh Sané an der Freiwurflinie.
Aber auch der Sheikh Sané ist ein typähnlicher Spieler wie der Christian Rolo. Aber und sehr, sehr reboundstark, aber auch sein Schwachpunkt ist der Freiwurf. Hat sich jetzt das Ding nicht durchsetzen können. Ding ist schon, Entschuldigung für den Ausdruck, hat sich der Jevin nicht durchsetzen Ein toller Kopf von Dennis Fasnacht und Pass jetzt so schneidet rein von Chris Harris. So frage ich mich jetzt, wieso ist der einzige grosse Spieler, der bei den Star Wings noch natürlich spielt, nämlich der JV, wieso ist der wieso auch noch außen spielt, dass gar niemand mehr unter dem Korb ist, also vor allem auch offensiv. So, der zweite lange Fehlpass von den Jungen. Der Platon mag nicht mehr, hat dem Trainer ein Zeichen gegeben, dass er möchte wechseln. Natürlich auch sagen, dass die Geschwindigkeit der Starwings-Spieler nicht auf dem Niveau ist von Freiburg. Freiburg ist natürlich sehr schnell der Spieler. Das haben wir jetzt hier gesehen, dass der Spieler mit dem Ball fast schneller war als der Spieler ohne Ball bei den Starwings. Will jetzt der Schiedsrichter etwas schauen. Da sehen wir unten da das System, das haben wir ja auch im Fußball. Das muss im Zusammenhang sein mit der 24 Sekunden Uhr. Also der Ball ist im Ring, der fällt es nochmal von vorne an. Der Ball nimmt eine komische Wende, also die Wende kann er nur nehmen, wenn er an den Ring herangekommen ist. Sieht also doch noch aus, als sind Star Wings hier im Recht, nach Einschätzung der Schiedsrichter.
Und Fribourg jetzt übrigens aufgestellt auch in Zone Defense. Kilian Martin den Rebound verpasst. Hast du einen Fehlpass jetzt von Dennis Fasnacht gesehen? Mittlerweile hat der Anders Nelson 20 Punkte auf dem Konto. Er wird wieder der Mobiliar Topscorer werden von dem Spiel. Also der Mobiliar Topscorer ist der Christian Roller im Moment. Hochoffiziell aber auch mit seinen Problemen bei den Freiwürfen. Das ist jetzt und bleibt nicht seine Stärke, aber er hat natürlich andere Vorzüge und andere Stärken. Und wie gesagt, seitens der Starwings Organisation würde natürlich Starwings Ihnen recht herzlich danken, dass Sie das Spiel hier und natürlich im Mittelpunkt verfolgt haben. Das ist so eine leichte Verabschiedungstour für die Saison 23-24, die ich jetzt gestartet habe, aus Starwings TV. Mit dem, Entschuldigung, wir fangen an mit der Damen natürlich zuerst, mit der Silvia Zbinden, mit dem aus Redisbacher, die da immer bereit sind, um ihnen Top-Qualität hier zu bieten bei diesen Heimspielen auf dem YouTube-Kanal von Swiss Basketball. Oder die Kinderregel TV Plus, da haben wir jetzt Chris Harris gehabt, der hier noch eine Dreie gemacht hat. Es geht noch 4 Minuten und 49 Sekunden. Die Saison für die Starwings, dann ist sie fertig. Dann wird wieder neu gemischt, die Karten werden wieder neu gemischt. Wer kommt, wer geht, wer ist oder bleibt Trainer, das ist alles noch offen. Es ist auch noch nicht entschieden bei den Starwings. Pascal Heinrichs als Trainer hat mit dieser jungen Mannschaft das rausgeholt, was er hätte können. Mehr ist gar nicht möglich gewesen mit den fehlenden Grösse, die hier auf den Starwings, ich sage jetzt mal, wo im Roster von den Starwings man einfach muss feststellen, durch den Abgang von diesen anderen Spielern wie der Kevin Monteiro oder eben auch Ja, Franisch. Beides natürlich Spieler um die 2 Meter rum. Und wie gesagt, das ist einfach etwas, was brutal gefehlt hat. Eben Größe.
Ist aber auch eine Chance gewesen. Sie sehen jetzt hier den Dennis Fasnacht mit der Nummer 12. Das sind junge Spieler, U23, wahnsinnig viele Spielminuten gekriegt haben. Hier hat es jetzt probiert mit einem Pass auf den Roller, das ist nicht gegangen. Im Gegenzug vom klassischen 3 gegen 2 Spiel von Fribourg Olympic, das, wo man im Training auch immer spielt. 3 gegen 2. Und das ist jetzt quasi so eine Situation gesehen. Ein toller Pass von Anders Hopper, Harris, das hat jetzt wirklich gut gesehen. Läuft rein, jawohl, das ist ein toller Pass gesehen. Und er kann auf 69 erhöhen. Auf 91 hat es Fribourg schon geschafft. Sprich, einmal mehr nicht für die Starwings Defense-Leistung. Die ist nicht optimal. Sieht durch die Bandtore eigentlich über die ganze Saison. Hat man hier Mühe gehabt, den Gegner unter 85 Punkte zu halten. Sind sehr oft, ich sage jetzt einmal, 15 über 90. Zum Teil über 100, weit über 100, und das ist natürlich sehr schwierig, wenn man so viele Punkte kriegt. Da hat jetzt der Dennis hoch forciert ein bisschen. Es ist schwierig, sie hier zu treffen. Die anderen Spieler sind eben relativ groß. Ich meine, die Nummer 23 ist 2 Meter groß, knapp 1,98, und das ist natürlich schwierig. Und jetzt hat es noch Erfolg und 2 Punkte gegeben. Und wie gesagt, 94 Punkte hat Fribourg gemacht bis jetzt und 71 Starwings. Auch hier hat natürlich das wieder zu Problemen geführt. Ich von meiner Seite danke Ihnen recht herzlich, dass Sie immer dabei gewesen sind, zugehört und zugeschaut haben. Und ich wünsche Ihnen gleich mal eine schöne Sommerzeit aus Sicht der Starwings. Wer Basketball in der Schweiz, wie gesagt, noch weiter will verfolgen, kann in 2 Wochen am 6. April das Cup-Final in Fribourg, live in Fribourg, oder eben am Fernsehen verfolgen. Tickets gibt es bei Swiss Basketball zum Kaufen. Wer das Match und das Spiel, die verschiedenen vom Erik Reiben möchte verfolgen, kann die links die Kugel, Albert Schweitzer, das findet am 30. März statt, oder aber auch auf der FIBA.com Seite wird da sicher auch einiges ersichtlich sein. Ich von meiner Seite sage Ihnen einfach Dankeschön, dass Sie da gewesen sind. Wir sind noch die rechtliche Zeit. Ich tue mich verabschieden und bis zur nächsten Saison.
Just coming daily under pressure. Working on the plot and the scheme. The true style trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one.